Ja, hier. Wir haben ja mehrere Hauptpersonen heute. Neben der Familie Taylor haben wir auch die Frau Westhus da. Die Patin ist gerade hinter Ihnen. Genau, einmal gleich vorgehen. Frau Westhus kommt noch hin, genau. Einmal mitten hier in die Kameraflut. Genau, die Frau Westhus ist jetzt schon die Patin von unserem sechsten Trampeltier. Ja. Und seit welchem Kennen Jahr Sie sich wir schon? Schon? Noch nicht, nein. Nein. Ja. Hallo. Genau. Das wollen wir sehen. Der Nachbarpate und die eigentliche Patin hier. Ja. Ja. Eigentlich tatsächlich wie an einem Preußenspiel. Die drei Tore, die gefallen sind. Und es war genau der Tag, wo unser Trampeltier zur Welt gekommen ist. Und da meinten unsere Pfleger, das war ein Zeichen, wir müssen das Tier Taylor nennen. Da haben wir gesagt, alles klar, das ist für uns auch kein Problem, schöner Name. Und passt einfach klasse zu unserem Trampeltier. Ist jetzt vielleicht kein asiatischer Name, aber so eng sehen wir das hier nicht. Ja, ja. Und ich glaube, so ohne die Tore wird unser Taylor heute anders heißen. Tieren zu sein und mit unser Kind ist natürlich immer schön hier mit der Spielplatz und Tieren anzuschauen. Ja. Und meine Frau, sie liebt natürlich alle Tiere so. Sie sagt immer, sie würde hier lieber arbeiten oder hinzu irgendwo so. Ja. Das gefällt mir hier zu sein. Ich war komplett überrascht und das war, ja, das war coole Sachen. Das ist solche Dinge, das man erlebt nicht so oft. Das war's hier in am Zoo mit der Kamel und wir würden uns freuen, wenn ihr ins Stadion kommt gegen Bielefeld für das Derby.